Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Most Active. Ja, der DAX ist heute noch sehr, sehr gut gelaunt gestartet, aber dann ist nicht nur mit den Gewinnen langsam bergab gegangen, sondern jetzt am Nachmittag sind wir auch deutlich in der Minuszone unterwegs. Was uns erstmal beflügelt hatte, war die US-Notenbank. Die hat nämlich gestern bei ihrem Zinsentscheid bekannt gegeben, dass sie in Zukunft eher geduldig vorgeht. Bedeutet, naja, die nächste Zinserhöhung, das dürfte noch dauern. Aber wie gesagt, die gute Laune hat bei uns nicht so wahnsinnig lange gehalten. Lag zum Teil an einigen ungelösten Baustellen, die wir noch haben am Markt, aber auch an einigen Einzelwerten, die ein bisschen die Grätsche gemacht haben. Wir gucken jetzt aber erstmal auf die meistgehandelten Werte beim Online-Broker flatex. Erstmal der Blick wie gewohnt auf die Kaufseite. Wirecard, Deutsche Bank, Siemens, Deutsche Telekom und Nokia sind hier zu finden. Ja, zum Beispiel bei Wirecard haben wir ja öfter schon drüber gesprochen in der letzten Zeit. Da war diese Woche ja ein totales Aufregerthema. Betrugsvorwürfe, also etwas seltsame Geschäftspraktiken. Das war gestern in einem kritischen Bericht in der Financial Times zu lesen. Also ein Fragezeichen, so nach dem Motto, was könnte hier passieren, was könnte hier dran sein. Es gab sofort ein Dementi von Wirecard, aber die Aktie ist gestern erstmal 25% abgerauscht. Dann nach dem Dementi hat sie so ein bisschen erholt und heute hat sie dann ihren Erholungsversuch zeitweise fortgesetzt. Aber auch heute wirklich ein ständiger Farbwechsel, mal in grün, mal in rot unterwegs. Und die BaFin prüft jetzt auch, ob es sich hier bei diesen Vorgängen von gestern um Manipulation handeln könnte. Also bleibt auf jeden Fall spannend das Thema Wirecard. Weiteres Thema Nokia. Nokia hat seinen Jahresverlust zwar ein bisschen reduziert, wenn man es jetzt mit dem Vorjahr vergleicht, aber es ist immer noch ein Jahresverlust. Und das muss man sagen, trotz eines Schlussspurtes. Denn das starke Schlussquartal, das war besser, als man das gedacht hatte, hat hier die Analystenerwartungen übertroffen. Aber trotzdem, unterm Strich sah es nicht ganz so prickelnd aus. Jetzt muss man natürlich gucken, wie es hier weitergeht. Aber wie gesagt, erstmal der Verlust, der hier zu Buche schlägt. Und wir schauen jetzt erstmal auf die Verkäufe. Da haben wir Wirecard, surprise, surprise, Siltronic, Facebook, Nokia und die Deutsche Bank. Ja, Facebook hat man zuletzt ja eigentlich eher immer so in Negativschlagzeilen gesehen, aber man sieht, das muss ich nicht immer in der Kasse bemerkbar machen, all Negativschlagzeilen zum Trotz, ein Rekordgewinn, den man hier abgeliefert hat. Ja, was war hier los in der letzten Zeit? Es gab ja dann doch immer alle möglichen Datenskandale, aber das hat sich jetzt tatsächlich nicht bei den Nutzerzahlen etc. niedergeschlagen. Zuwächse gab es im vergangenen Quartal bei Umsatz, bei Nutzerzahlen sowie einen Rekordmilliardengewinn. Und die Aktie hat sich dann in einer direkten Reaktion erstmal erleichtert gezeigt, dass eben diese diversen Negativschlagzeilen sich nicht bei den Zahlen bemerkbar gemacht haben. Und das war's für diese Ausgabe von Most Active. Wenn Sie mögen, natürlich gerne auch morgen wieder zur gleichen Zeit, 15:30 hier bei der Aktionär TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mit am Start wären. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.